Moin! Moin! Wir stehen heute auf Langeland. Und zwar in Dänemark. Und direkt neben uns ist das Meer. Herrlich. So wunderschön. Ja. Wir stehen morgens auf und das Erste, was wir sehen, ist Meer. Meer. Herrlich. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Nee, sondern heute geht es um 11 Dinge. Ohne die wir nicht mehr on Tour gehen wollen. Genau, dazu können wir vielleicht noch sagen, wir verlinken euch die ganzen Sachen unter dem Video. Und alle Sachen, die wir euch vorstellen, die finden wir wirklich cool. Die haben wir von niemandem bekommen. Also das hat uns die haben wir teilweise gesponsert. Schon über ein Jahr im Einsatz. Genau. Haben wir alle selbst bezahlt, keinen Rabatt bekommen. Genau, wir finden die einfach super. Ersten Teil an. Mach das. Der erste Teil ist, und die haben wir schon seit weit über einem Jahr. Die haben wir schon die haben wir beim Campen mit Zelt schon mitgehabt. Das ist diese Lampe oder Laterne. So, hat hier oben einen schönen Griff. Kann man sie durch die Gegend tragen. Ja. Wir haben immer noch einen Karabiner dran, können wir sie schnell und unkompliziert aufhängen, unterm Tarp oder im Wohnwagen, wo auch immer. Gut. Die Lampe hat Füße, wenn man sie mal auf den Tisch stellen möchte, gummiert, rutschen nicht, hat 4400 mAh-Stunden Akku, hat einen USB-Ausgang zum Laden vom Smartphone was auch immer, super praktisch. So, dann macht sie natürlich Licht. Zack, yay. Stufenlos verstellbar, kann man sehen, so, und zwar rundherum auf der einen Seite und wenn man den Schalter zur anderen Seite dreht, eben nur eine Seite, ich drehe mal rum, hinten hier ist dunkel, zack, hier vorne, weiß nicht, ob man das sehen kann, sind vier Lämpchen, die zeigen den Ladezustand an, wenn sie nicht knallehell hat, dann hält die Lampe auch 48 Stunden, geladen wird die Lampe hier über einen USB-Anschluss, der ist praktischerweise direkt dran, wickelt man einmal so rum und zack, wieder rein. Wenn der Akku mal leer ist und man off-grid ist, dann kann man hier oben eine Kurbel ausklappen und kurbeln. Was übrigens anstrengender ist, als es aussieht. Ja, definitiv. Eine Minute kurbeln ist ungefähr 10 Minuten Licht. Also die möchten wir nicht mehr missen, die ist uns auch schon oft runtergefallen. Hält, richtig, die kommt auf jeden Ding. Fall mit. Jo. Daumen hoch. Beide Daumen hoch. Okay, das ist also Punkt Nummer 1. Genau, und dann mache ich auch direkt weiter mit dem Punkt Nummer 2. Was wir auf keinen Fall mehr missen wollen, ist unser Zwei-Flammen-Kocher von Kadak. Den sieht man im Hintergrund auch ein bisschen. Genau, wir blenden den aber auch nochmal ein. Wir können natürlich im Wohnwagen kochen, aber gerade bei so einem Wetter mit Meerblick ist das natürlich toll, wenn man draußen kochen kann. Und wir kochen halt auch einfach viel und was auch sehr, sehr schön ist, zwei Flammen zu haben. Wir waren, als wir mit dem Zelt unterwegs waren, mit einer Flamme unterwegs. Das ist halt schon, gerade wenn man zum Beispiel Nudeln mit Soße macht oder mal Wasser kocht für Kaffee und Eier zum Frühstück kochen will, ist es halt super, zwei Flammen zu haben. Aber auf diesen Kocher wollen wir auf keinen Fall mehr verzichten, der kommt immer mit. Daumen hoch. Genau. Der dritte Punkt, Schlafsäcke. Und zwar haben wir am Anfang, als wir mit dem Wohnwagen unterwegs waren, ganz oft Bettdecken mitgenommen und die haben unglaublich viel Platz weggenommen, weil wir haben ja nicht so viel Platz im Puck und wir bauen ja auch unser Bett tagsüber wieder zur Sitzecke um und es war irgendwie immer blöd, weil wir es dann die Bettdecken oft ins Auto gebracht haben und irgendwann haben wir dann das gesagt... Das war so Püngelei einfach und wir hatten die Schlafsäcke genau, auch noch vom Zelten, vom Auto. Und ja. Dann haben wir gedacht, hey komm, wir probieren das einfach mal und tatsächlich sind wir begeistert. Wir sind auch so schön. Genau, wir haben einen Schlafsack von Deuter. Und der ist sowohl im Winter super, weil der echt warm hält, der ist aber tatsächlich, was man vielleicht gar nicht vermutet, aber auch im Sommer unglaublich angenehm. Man muss dabei sein, wir haben die offen, ne? Genau, also wir nehmen die als Decke, nicht als geschlossenen Schlafsack, aber das kann man ja handhaben, wie man möchte. Genau, und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir absolut nicht mehr missen wollen, diese Schlafsäcke. Daumen hoch, also Schlafsäcke. Ja. Absolute Empfehlung. Sehr gut. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Vier. Vier. Ich weiß nicht. Also vier. Sagen wir vier. Das ist so simpel wie einfach ein Leatherman. Oh ja, das so, ist tatsächlich Leatherman super. Benutzen wir seit Jahren. Ist immer am Mann, wenn wir unterwegs sind. Wir haben das Leatherman Wave. Da gibt es auch von Victorinox so einfach so ein Multitool. Erklär doch vielleicht erstmal, was ein Leatherman ist. Ich weiß gar nicht, ob das jedem. Okay, ein Leatherman ist einfach ein Multifunktionswerkzeug. Unglaublich stabil. Kann auch mal fallen, kein Problem. So, vor allen Dingen, man klappt es aus, hat man eine Zange. So, Zange kann man immer brauchen. Haben wir tatsächlich auch schon. Nutzen die halt unglaublich häufig, wenn Heringe fest im Boden sind, einfach mal dran ziehen oder so. Es sind Klingen dran, scharfe Klingen.
Es ist eine Schere dabei. Das ist echt multifunktional. Schraubenzieher sind dran. Einmal mit Kreuzschlitz. Schlitz. Alles feststehend, arretiert. Und Werkzeug braucht man immer. Wir haben natürlich auch eine Werkzeugkiste dabei. Aber das ist für mal eben Gold wert. Unschlagbar. Genau, und was man vielleicht noch sagen kann, ja. Wir haben das immer in unserer Tür. Also wir haben so Fächer in der Tür, genau. Da haben wir es immer drin, damit wir einfach schnell rankommen und es schnell benutzen können. Genau, das immer griffbereit, immer an derselben Stelle. Zack. Genau, also 2 Daumen hoch von mir für dieses Leatherman. Definitiv nicht ohne Leatherman. Genau, und dann mache ich direkt weiter mit dem nächsten Punkt. Der ist nämlich auch relativ einfach, und zwar diese coole Wasserwaage. Zum Aufrichten für unseren Wohnwagen brauchen wir eine Wasserwaage, und wir hatten am Anfang immer so eine normale große Wasserwaage mit, die irgendwie unglaublich viel Platz wegnimmt. Man muss sie drehen, es war irgendwie immer ein bisschen anstrengend, und dann habe ich Markus letztes Jahr zum Geburtstag diese coole kleine Wasserwaage geschenkt. Die ist super. Genau. Sowohl, die hat 2 Libellen, einmal vorne hinten und einmal seitwärts. Genau, man kann sie ja so einfach liegen lassen, muss nichts hin und her bewegen. Und wir haben die tatsächlich immer in unserer Besteckschublade, weil wir da schnell dran kommen. Genau. Und absolute Empfehlung. Gibt's für kleines Geld und lohnt sich definitiv. Daumen hoch. Absolut. Ja. Gibt's auch als App das Ausrichten. Und zwar eine App, die wir jetzt vorstellen. Zum nächsten Punkt ist jetzt Punkt 6. Ist tatsächlich eine App. Und die App ist von Truma. Damit kann man vor allen Dingen auch seine Heizung fernsteuern. Unsere nicht, die ist zu alt. Es ist auch eine Nivellierung dabei, also um eben diese Wasserwaage zu ersetzen. Aber die Wasserwaage, da geht der Strom halt nicht leer. Was wir allerdings super praktisch finden, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Sonst blenden wir es gleich nochmal. Genau. Da kann man halt gucken, wo die Sonne aufgeht, wo sie untergeht, wenn man gerade nicht orientiert ist, wenn man im Dunkeln ankommt oder so, um den Wohnwagen eben entsprechend so auszurichten, wie man das gerne hätte. Das den Wohnwagen vor praktisch. Der Sonne oder hinter der Sonne. Hier. Wo halt die Sonne langläuft, wann Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Daumen hoch. 2 Daumen hoch. Das machen wir auch immer. Genau, und dann mache ich weiter mit Punkt 7. Bin ich gespannt, ob das viele von euch auch dabei haben, und zwar eine Reiseapotheke. Ich zähle jetzt mal nicht auf, was wir hier alles drin haben. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Aber das ist total praktisch. Tatsächlich haben wir, toi toi toi, sie bis jetzt noch nicht gebraucht. Aber zum Beispiel auf dem Erlingshof ist neben uns ein kleines Mädchen ganz fürchterlich gefallen und hat sich unglaublich über Voltaren gefreut, was wir mit hatten und sie leider nicht. Fuß umgeschlagen, ne? Genau. Genau. Also darf bei uns definitiv nicht mehr fehlen, die Reiseapotheke. Ist auch immer individuell oder so. Genau, und wir haben auch das meiste in so coolen Kisten. Das zeigen wir bei der Roomtour auf jeden Fall auch nochmal, weil das total praktisch ist. Alles in einer Kiste zu haben. Genau, am besten Ort, schnell griffbereit. Genau, absoluter 2 Daumen hoch für 2 Daumen hoch. Unsere Reiseapotheke. Sehr gut, genau. Der nächste Punkt sind 2. Punkt 8. Punkt 8, genau. Ja. Also 8a. Wichtiger Punkt. Ist einmal USB-Port Replicator. Das heißt, auf der einen Seite 220 Volt in die Steckdose und auf der anderen Seite in dem Fall 4 USB-Plugins. Super praktisch. Halt Geräte zu laden. Genau, also alles, was man über USB laden möchte, kann man damit laden. Das ist super praktisch. Wir können auch unsere Lampe drüber laden. Genau. Und wir haben noch einen Punkt, das 8B. Ist 8B, wenn man nämlich keine Steckdose zur Verfügung hat und sein Smartphone laden möchte. Genau, auch für off-grid stehen, wenn man autark steht oder so, mal eben Smartphone zu laden oder eben auch die Pads laden. Eine Powerbank. Eine Powerbank verlängert natürlich auch die Lebenszeit unserer Lampe. Wir haben hier eine mit 20.000 mAh. Da kann man halt mehrmals das Smartphone drüber aufladen. Genau, gibt es aber in allen möglichen Größen. Da müsst ihr gucken, was für euch in Frage kommt. Für uns ist die perfekt. Wir finden die perfekt, die 20.000er. Genau. Läuft. Daumen hoch für die Daumen hoch. Was wir sonst noch haben, das Tarp. Genau. Und ohne Tarp gehen wir auch auf gar keinen Fall mehr auf Tour. Nee. Hatten wir auch schon immer dabei, als wir mit dem Zelt unterwegs waren. Es hat einfach super, super viele Vorteile. Es ist leicht, es ist klein, entsprechend schnell verstaut. Ja. Man kann es super easy aufbauen, super flexibel aufbauen, kreativ abspannen. Es hilft gegen Regen. Gegen Sonne, es spendet Schatten. Man kann es auch schnell umbauen, je nachdem. Genau, und tatsächlich sitzt man noch unten drunter wesentlich angenehmer als unter einer Markise. Es kommt noch ein bisschen Licht durch. Genau, warum sitzt man da bequemer drunter als unter einer Markise? Weil die Markise ist aus, haben wir jetzt nicht aufgebaut, aber aus PVC. Und da staut sich die Wärme drunter. Wir haben einen Tarp, da ist ein hoher Baumwollanteil drin, ich glaube 30 oder 40, 30%.
Und darunter ist es einfach schön luftig und Daumen hoch fürs Tarp. Definitiv. Ist schnell abzuspannen, bringt uns dann zu Punkt 10. Und zwar? Abspannmaterial und Haken und Ösen und so. Und da haben wir eine Kiste. Die ist jetzt relativ leer, weil wir das Tarp, weil hier extrem Sturm war, extrem gut abgespannt haben. Ja. Oder fest. Da haben wir verschiedene Befestigungsmaterialien drin. Die zeige ich euch mal allen voran. Genau. Davon haben wir mal ausreichend mit. Abspannhaken. Super. Super simpel. Nicht diese 3-Punkt-Ösen irgendwo, da muss ich immer wieder neu nachlesen, wie anzufädeln ist. Sondern hier einfach Haken, Schnur, rein, zack, genau. Hält. So, damit haben wir das Tarp gerade umfassend abgespannt. Genau. Und dann haben wir immer diese Kugelkopfschlaufen. Heißt beispielsweise, man hat Stangen drum, zack, hält. Richtig so, gut. Auch super. Und man auch, ja? Die sind richtig cool. Ja, die sind richtig cool. Ösen. Wir haben auch an der Kederleiste vom Puck sind auch Löcher. Genau, und die blende ich euch mal ein. Haben wir jetzt auch das Tarp mit abgespannt an einer Ecke, zack, rein. Und gibt immer ein bisschen nach, hält. Haben wir jetzt auch hinten, haben wir unsere Mülleimer, Mülltüte dran gehangen. Genau. Kann man immer brauchen, kann man nie genug von mit haben. Karabiner kann man auch immer dabei haben. Hier haben wir eine Schnur dran. Das zeigen wir in der Roomtour nochmal, weil da haben wir unser iPad dran aufgehangen. Als Fernseher. Film gucken, genau, als Fernseher. So, natürlich auch zur Ladungssicherung oder so Abspannbänder, Spanngurte. Dann auch Haken haben wir jetzt auch beim Tarp-Abspannen benutzt. Mit 2 Ösen an der Seite. Zack. Genau. Also wie gesagt, kann man nie genug von mit haben. Unser Punkt 10. Ohne den wir nie auf Touren. Befestigungsmaterial. So, kommen wir zum 11. und letzten Punkt. Ja, unser Lieblingsadapterkabel. Ihr kennt es schon. Also auf der einen Seite CEE. Zum Landstrom hin, wenn man am Stellplatz ist, mit Strom. Auf der anderen Seite CE in den Wohnwagen rein. Und auf der anderen Seite hat man dann noch eine Schuko-Steckdose. Super praktisch. Genau. Und da der Anschluss CE bei uns auf der Rückseite vom Wohnwagen ist, stecken wir dann hier ein Verlängerungskabel rein und legen uns unter dem Wohnwagen Strom nach vorne für zum Beispiel Kühlbox oder auch mal eine extra Lampe anzuschließen. Finden wir total praktisch. Darf nicht fehlen. Nee, benutzen wir auch tatsächlich eigentlich immer. Immer. Ja, genau. Strom da ist, genau. Deshalb müssen wir uns auch beeilen, das jetzt wieder anstecken, weil wir sind gerade quasi ohne Strom. Ja, und der Kühlschrank wird davon nicht kälter. Nee. Genau. Wir haben noch einen Punkt, den haben wir gar nicht aufgenommen, das wäre quasi der 12. Punkt, aber der ist letztlich eine Selbstverständlichkeit, wie jetzt in diesem Sommer super trocken immer. Genau. Auch gerade wenn man in Frankreich unterwegs ist, jetzt in Dänemark, in Deutschland, Ebo, auch. Also überall Trockenperiode, ja. 35 Grad und mehr, ist einfach, sollte nie fehlen. Ist einfach, Leute, nehmt einen Feuerlöscher mit und habt den Griff bereit. Ja. Ist so schnell, wir kochen mit Gas oder wenn gerade auch natürlich offenes Feuer grillen mit Holzkohle oder so. Das kann echt Leben retten, respektive einfach ein großes Desaster verhindern. Ja. Insofern sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Haben wir immer dabei, immer griffbereit, immer an einer Stelle liegen. Jo. Feuerlöscher. Super. Daumen hoch. Jetzt genau. Haben wir ganz schön viele Daumen hoch gegeben. Ja. Wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr uns auch einen Daumen hoch gebt. Wenn es euch gefallen hat. Genau. Was haben wir vergessen? Was habt ihr für super Tipps? Genau. Was nehmt ihr mit? Der Moment, wenn man beim Schneiden merkt, dass die Kamera ausgegangen ist auf den letzten 5 Sekunden. Also, was wir noch sagen wollten, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr ein Abo da lasst. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Genau, und wenn ihr noch Anregungen habt oder irgendwas, dann freuen wir uns auch darüber. Schreibt es in die Kommentare, genau. Genau. Wir freuen uns auf den Austausch. Jo, und bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss. Erklärst hier dran, kannst du ja gucken. Was hast du da? Nix.